Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wie ihr seht, sitzen wir im Auto. Die Luisa ist mit dabei und ich, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen komisch rede, aber ich bin so müde. Das ist eine kleine Nebenwirkung von dieser Tablette, die ich gegen die Übelkeit nehme. Ich fühle mich gerade so richtig. Und jetzt würde ich mich irgendwie hinlegen. Ich kann mich kaum konzentrieren, aber zusammenreißen. Weil wir müssen jetzt nämlich zum Zahnarzt. Die Luisa hat nämlich einen Zahnarzttermin. Ich habe euch ja schon mal vor längerer Zeit erzählt, vor Corona eigentlich noch, dass die Luisa hier oben eine Karies hat. Und schüchtern, ich habe den Finger eingezwickt. Warte. So. Und den Finger im Pferd hineingezwickt. Auf jeden Fall, der Termin wurde damals abgesagt wegen Corona und jetzt habe ich einen neuen Termin gemacht und der ist heute. Mal schauen, entweder gehe ich mit drauf oder du. Also wir sind zu zweit los, weil ich gewusst habe, falls mir schlecht ist oder so, dann muss der Papa mit reingehen. Weil ich glaube, es darf nämlich nur eine Begleitperson mit rein. So habe ich das beim gehört im Telefon. Die wollen es vermeiden, weil sonst kommen die Leute mit zu vielen und den Kindern und so. Die ganze Oma, Opa und so. Nein, nicht ganz, aber andere nehmen noch die Geschwisterkinder mit und so. Und das wollen sie halt vermeiden, deswegen. Entweder ich oder der Papa, aber wahrscheinlich werde ich gehen, weil mir geht es eigentlich hier gut. Die Tablette hilft mir gut gegen die Übelkeit. Ich bin aktuell nur ein bisschen müde, aber ja, solange ich nicht Auto fahren muss, alles super. Alles ja. Perfekt. Ja, stell dir vor, ich hätte auch, das wäre schlimm gewesen. Also Autofahren wäre jetzt überhaupt nicht möglich gewesen. Ja. Und mal schauen, was der Zahnarzt dann sagt. Wir werden wahrscheinlich so einen Termin bekommen, wo die Luisa in Narkose die Karies gerichtet bekommt, weil so Kinder. So kleine Kinder, die müssen halt in Narkose versetzt werden, weil sie nicht den Mund aufmachen und sich da herumbohren lassen. Könnt ihr euch vorstellen, das wäre auch viel zu traumatisch oder traumatisierend für sie. Deswegen macht man das dann in so einer Klinik. Ja, und ich würde mal sagen, bis später. So meine Lieben, wie ihr seht, sind wir wieder zu Hause. Und ich habe mich kurz ins Bett gelegt. Die Lara hat sich zu mir gekuschelt. Die Lara war so lieb, schaut mal, die hat mir eine Blume gepflückt. Seht ihr? Und hat sogar ein Glas geholt und es mit Wasser befüllt und es mir hergestellt. Wie süß bist du, Laura? Ja, wir waren mit der Luisa beim Zahnarzt und ja, die Luisa hat, wie ich schon... Sie hat einen Zahnarzt. Sie hat Herrn Karies. Ja! Darf ich nicht ein bisschen hier liegen? Kommst du auch zu mir? Zieh deine Schuhe aus. Du brauchst keine Angst, Laura. Die Luisa hat jetzt einen Termin am 6. Juni, das ist ein Samstag, da kriegt sie dann so eine leichte Narkose, das ist so eine halbe Stunde weg und dann wird es gemacht. Ich habe auch keine Angst vor dem Arzt. Ja. Also hier bei Baby. Das ist derselbe Arzt, der damals der Lara diese Zähnchen da oben rausgenommen hat, auch so mit Narkose und so. Und ja. Die Luisa war auch sehr brav im Zahnarzt, hat den Mund aufgemacht, ohne geweint, hat gar nicht geweint. War eine super, super liebe Ärztin. Ja, und jetzt sind wir halt zu Hause und der Papa möchte nochmal los, weil er möchte sich einen Griller kaufen. Oh mein. Aber was hat der gemacht? Hat sie nur ihre Zähne angeschaut? Genau, eine erste Untersuchung. Ich habe sie dann angemeldet. Und Mama? Alles ausgefüllt. Mama, ich bin auch wieder ein Arzt. Du magst den Arzt? Was hast du denn? Nix. Aber wenn ich was habe. Ja, wenn du was hast. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen, weil ihr wisst ja, dass diese Tablette mich so müde gemacht. Ich schau mal, was die Luisa hat, Michael. Danke. Und Mama. Danach meine ich mich später. Und dann habe ich schon Bauchweh. Ist ein großer Griller. Ist ein großer Griller, gell? Ja, das passt, weil wir sind eine große Familie. Große Familie. Papa hat sich jetzt einen Griller vorhin gekauft. Schaut mal. Ja. Weißt du dich? Beim Obi hat es den gegeben für 50 Euro. Und mega Schnäppchen. Es geht für die Größe ist das schön. Gut, oder? Mein Papa baut den jetzt auf. Ja, der mit Löchern. Brauchst du Hilfe? Ich hol mir den. Wo ist dieser Polster für diese Schaukel? Bei dem mal. So, habe jetzt den Polster geholt. Ich werde mich da jetzt hinschälen. Luisa. Hast du es dir gemütlich gemacht? Eine Batscha. Batscha? Magst du sie ausziehen? Was machst du? Geht schon. Geht schon? Luisa, du bist so süß.
Magst du ein Bonbon, oder? Magst du ein Bonbon? Ja. Warum denn? Weil Mama. Nein, Mama mag ein Bonbon. Magst du ein Bonbon? Kannst du das essen? Ja. Welche magst du? Orange oder gelb? Ja. Langsam, ja? Lutschen. Krieg ich ein Pussy? Lecker. Krieg ich ein Kussi? Lecker. Wir haben ein Bonbon. Ist ein Bonbon, Baba. Bonbon? Ja. Ich gerade sehe, ihr mögt ein bisschen naschen, oder? Aber nur ein bisschen. Ist das? Ein Griller. Griller? Ja. Das? Kann man Fleisch und andere Sachen grillen. Grill? Grill, ja. Grill? Der Grill. Schaut euch an, den glücklichen Papa. Er kann wieder grillen, Feuer machen. Der Mann in seiner Ursprung. Feuer machen, jagen. Ich geh gleich jagen. Hast du dir schon eins geholt? Schon den Tisch. Oh. Was soll ich heute jagen? Regenwürmer oder? Wieso? Ein Küken könnten wir auf dem. Nein. Da ist noch ein bisschen Öl dran. Das ist wurscht, Michelle. Bitte, mein Schatz, Feuer. Ich kann Zeitung anbrennen. Michelle, lass der Papa. Warte, der Papa. Papa, du. Schau, Papa. Hast du Angst? Ich will nicht, dass sie es macht. Ich habe Angst. Von was? Ich habe Angst, meine Daumen wieder ja zu brennen. Wie Silvester. Mhm. Hm, Papa, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich männlich an? Wie früher in der Wikingerzeit. Wir sind nicht anfassen, es ist Feuer, ja? Feuer. Geh weg, heiß, ja? Wie ist ja? Das Feuer sieht gemein aus. Gemein? Ja. Böses Feuer, du, du, du. Soll ich ein paar Kartoffeln in Folie wickeln, Papa, oder nicht? Kartoffeln in Folie wickeln? Aber mit Folie, oder? Ja. Die Lisa. Lisa macht Yoga. Macht ein Nickerchen. Soll ich das Fleisch auch holen oder musst du das? Nicht. Und den Teller und den Topf. Du liebst es, oder? Ich sehe es in deinem Gesichtsausdruck, dass du so happy bist. Was ist das mit Männern und Feuer? Was ist das, wenn? Ich bin Pyroman. Stimmt. Boah, das ist wirklich voll stark. Ich bin ein Pyroman. Schatz, ich gehe dann rein. Schau auf die Luisa, gell, dass sie da nicht ihre Finger verkuckelt. Der Luisa gefällt. Vielleicht da unten hingehen. Ja, Michelle, gib's einfach irgendwo rein. Wow. So, ich mache ein paar Kartoffeln. Pass auf, Lisa, nicht hingehen, ja? So, der Papa ist hier mitten im Game. Jetzt will ich in meine Hände. Mein Handy, damit ich Story machen kann. Okay. Hier wird. Da habe ich die Kartoffeln drauf getan. Es wird dann noch so, wenn das zu ist, dann dreht sich das über das Feuer. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das gut funktioniert. Ich auch. Oder hätten wir die Kartoffeln vielleicht ohne Folie? Weil nur wenn sie im Feuer liegen, brauchen sie die Folie, gell? Ich glaube, im Folie werden die ja schneller. Ach so? Wenn es leitet, oder? Leitet, ja. Der Vater hat hier seine veganen Spießchen. Nein, nicht so. Ich würde es anders legen. Ja, genau. Oh, aber nicht hier bei dir. Lieber am Boden, weil es wird durch. Es wird durchtropfen. Ja. Der Sessel ist voll. Hol ein Feuchttuch, bitte. Bitte.
auf dem Gras ging es nie einfach. Ja, Patrick, aber du hast es, der macht es am Tisch. Ja, ich freue mich. Schau, wie du das anpatzt hast. Hier nie. Schaut euch mal an, wie die Wiese hier ins Spare Ribs knabbert. Ist das lecker, Lisa? Mal. Nochmal? Ja. Warte. Da ist aber noch ein bisschen was dran. Tja. Was hast du heute auch gemacht? Das Lisa schon süß. Der Patrick hat was hier Sojasauce. Hat hier seine Spießchen und die Michelle ist aus Spare Ribs. Wo ist die Lara? Ist die noch im Haus? Lara. Was holt ihr denn vom Haus? Wahrscheinlich Hände waschen. Also Hände waschen. Sehr gut, Luisa. Ist lecker? Die Sophie was denkt sich so. Wo fällt was runter? Hm? Kartoffeln tun wir leider mal. Die Kartoffeln sind nichts geworden. Leider zu wenig voll. Macht nichts. Aber morgen. Morgen? Morgen machen wir Kartoffeln. Griller. Nur Kartoffeln. Wow, sehr gut. Das schaut so interessant aus, wie die Lisa das abknabbert. Da ist noch. Schaut, da ist auf der Seite. Hier. Muss das umdrehen. Genau, da ist ganz viel Fleisch. Sehr gut. So. Hm? Aua, muss langsam beißen. Patricia, ja. Jetzt ist das, oder? Hey, Mama, dein Kotelett nicht? Oh ja, oh ja, ich habe nur die Luisa zugeschaut, wie sie isst. Und das ist meins, ich esse Kotelett. Heiß? Ja. Also ich glaube, ich habe locker schon 2 Jahre kein richtiges Kotelett mehr gegessen, wenn überhaupt. Jetzt habe ich so richtigen Kotelett-Gusto gehabt, seit Tagen schon. Und das hatte ich beim Patrick damals auch. Deswegen meint der Papa, dass es ein Junge wird. Weil mein Fleischappetit groß ist. Ich hoffe, dass es ein Junge wird. Du hoffst, dass es ein Junge wird? Oh. Papa, wann kommst du denn essen? Nein, ich brauche ein bisschen, Mama. Aber ist egal, ihr könnt sicher essen. Wo ist denn die Louis? Lara? Lara! Was hat sie denn drinnen gemacht? Sie war im Badezimmer. Soll ich jetzt mal kommen? Lara! Willst du rein, Patrick? Hast du sie? Wer ist die Lisa? Die Lisa isst so Fleisch. Ich mag nicht, wegen mir so alt. Dann nimm dir ein neues. Magst du keins essen? Sie hat Chicken Nuggets gegessen. Na, musst du schon essen. Ich habe den Chicken Nuggets gegessen. Und mein Bauch hat keinen Hunger mehr. Sicher? Der ist mein kleiner Wolf, hä? Aber dein Sperr ist wirklich mega lecker. So saftig. Ich hätte die Lisa ist ein kleiner Wolf, Papa. Schau, sie hätte so Papa sauber gegessen. Papa, deine Jacke ist so angenehm. Kuschel hoch. Und kuschel dich, was? Hier gibt's noch einen Wolf. Und einen veganen Wolf. Da, Lara. Mein Gott. Da lass sie mal schon. Wow. So lecker. Emmy! Die Hunde sind schwer beschäftigt hier mit Knochen. Sophie! Emmy! Emmy! Was hast du? Hast du einen Knochen? Sie will noch was von Papa. Papa? Ich bin auch sehr beschäftigt wie die Hunde. Auch mit Knochen? Emmy! Die Emmy hat immer so ein paar Restel. Komm, gib ihr noch so ein. Knochelein? Ja. Oh. Emmy. Mit viel Fleisch oder weniger? Mit viel. Schau, da hast du viel Fleisch. Hallo. Emmy, musst du sagen. Emmy. Was sagst du denn, Papi, ne? No. Luisa? No. Luisa ist fertig mit Essen und spielt jetzt. So, meine Lieben, mittlerweile sind wir schon wieder im Haus. Wie ihr seht, haben wir schon umgezogen. Und ja, die Familie beschäftigt sich gerade. Die 2 Kleinen sind im Wohnzimmer und spielen. Und die Reste sind so verteilt auf Zimmer und Dusche und Küche. Und ja, ich bin jetzt auch im Schlafzimmer und werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!